Versprochen ist versprochen. Ein Hammerlick von John Mayer aus dem Solo von Never Gonna Be Alone. Okay. 2, 3. Hey Michi, Enrico. Ja, heute lösen wir ein Versprechen ein. Ja. So ist es. Es gibt ein brandneues Lick für euch. Ja, ich habe das schon mal angedeutet hier, das Lick. Hammer. Ja. Aus dem Solo von John Mayer auf der Lissy McAlpine-Nummer, die wir schon mal durchgenommen haben. Wer also möchte, der kann das hier oben anklicken. Genau, da gibt es die Begleitung auch zu sehen, ja, wo wir die Begleitung erklären in einem Video. Ganz genau. Und heute zeigen wir euch drei Möglichkeiten, das anzuwenden. Ja. Mhm. Und welches war nun das Lick? Genau. Weil genauso machen wir es eigentlich auch in unseren Kursen. Ja, genau. Ja. Genauso wird es auch sein im Herbst, wenn die Supergain Online Academy startet. Ja. Seid mal gespannt. Seid super gespannt. Bleibt auf dem Sender sozusagen. Stay tuned, sagt man. Genau. Wenn ihr schon neugierig seid, meldet euch für den Newsletter an. Da gibt's nämlich nicht nur jetzt das PDF für heute, wo das Lick erklärt wird, sondern ihr bleibt auch auf dem Laufenden, wenn es darum geht, unsere neue Online-Akademie, die im Herbst startet. Ganz genau. Jetzt aber schauen wir doch mal, oder? Absolut. Wie geht denn das Lick? Welches war es denn eigentlich? Pass auf, das war dieses hier. Das war ein... Es klingt erstmal irgendwie völlig abgefahren, ja, oder? Weil ja, es ist irgendwie dasselbe, aber nicht genau dasselbe. Was, nein, es was ist nicht genau dasselbe. Das heißt, wenn ich das mir mal anschaue, ja, wir sind irgendwo A-Moll-Pentatonik. Genau, eigentlich, ja, genau. A-Moll-Pentatonik, genau. Ja. Und 15. Bund. Genau, 15. Bund. Und hier ist es ein schönes Bending. Ein bluesiges Bending erstmal. Mhm. Und dann die gleiche Phrase, ja, aber einen Halbton höher, mhm, auch wieder bluesig gebändet, mhm, ja. Tierisch, ja. Eigentlich ist es ja so, wir haben den Grundton ja hier, ist es abends, ja, am 14. Bund der G-Seite, oder? Und dann benden wir von der 4 auf die B5, weil ich die Blue Note. Das kennen wir, oder? Das macht man eigentlich die ganze Zeit. Ja. Und wenn ich jetzt, was passiert ist, wenn ich einen Halbton höher mache, dann starte ich praktisch auf der Blue Note, auf der B5 und bende auf die Quint drauf, auf die 5. Total genial. Das klingt so ein bisschen, also was mir jetzt einfällt, ist irgendwie B.B. King könnte sowas gespielt haben, oder? Was, ja, denkst du? Absolut. Das ist genau das, was man so in der B.B. King Box irgendwie auch, ja, hört, ja. Und was mir so gut gefällt, ist, dass es ist praktisch wie ein Statement und dann wiederholt er das Statement nochmal und setzt nochmal eins drauf. Das, was man so schön findet an so Soli, wo du das Gefühl hast, er wollte uns was sagen damit, ja. Und da wiederholt er das und gibt nochmal einen drauf. Genau. Also wirklich genial. Es ist so easy. Also ich meine, aber ich wäre auch hier blöderweise nicht selber drauf gekommen. Nee. Obwohl es eigentlich auf der Hand liegt, wenn ich das mir anschaue, diese... Das hat jeder schon 100.000 Mal gespielt, oder? Aber das hier... Kann es sogar ein bisschen überziehen hier. Ja. Dass man... Es ist ja, ja, es ist ja echt alles erlaubt, weil ich meine, du kannst... Ja, es ist Blues, ja? Ja, es ist... Ja, je nach Kontext auch, ja? Und es, die nächste Frage wäre, wo kann man das einsetzen eigentlich? Ja, ja. Wir könnten mal starten ganz easy, so einen ganz normalen, okay, Dur-Blues. Ja, ja, können wir auch. Oder? Ja, gerne. Wir starten mal, dass wir sagen, 1, 2, 3.
Geil. Ja, da findet man schon einen Platz, wo man das einsetzen kann, ne? Und das finde ich jetzt auch cool, wie du es gemacht hast. Du hast erstmal, ja, das gespielt, was du vielleicht normalerweise spielen würdest, ja, und erstmal so gehört und dann gewartet, bis ein Platz kommt, wo das passt. Ja. Ja, nicht gleich drauf los und irgendwie, ja, sondern wirklich sich Zeit genommen und gehört, hey, wo könnte denn passen? Also geh mal auf die fünfte also, Stufe ja. Jetzt, dann wäre das praktisch. Genau, ich spiele mal zwei Takte, nochmal die erste und dann auf die genau, fünfte. Genau, mhm, genau. 2, 3, 4. Yeah, geil. Das passt super da unten. Ja, das, genau. Ja, sehr, sehr cool. Und darum geht's ja auch immer in unseren Kursen. Ja, wir wollen jetzt wirklich ein cooles Lick uns raussuchen und schauen, wie können wir das jetzt einsetzen? Wie können wir unser Spiel erweitern, sodass wir mehr Tools haben zum Spiel? Ja, ja. Und wir haben auch eine schöne Folge, die heißt Alter Kram, neues Zeug. Genau. Und genau das machen wir jetzt gerade. Wir spielen unseren alten Kram, Blueslicks, die wir schon kennen, wo wir uns wohlfühlen, wo wir sicher sind, ja, und bauen dann etwas ein, was neu ist. Das ist ja für mich jetzt auch neu wieder, habe ich mal wieder reingehört. Das hatte ich schon, als wir uns mal die Nummer vorgenommen haben, da hatte ich mir das Lick schon mal rausgehört und hatte es mal so ein bisschen, aber wenn man nicht dran bleibt, dann gerät das auch mal wieder in Vergessenheit. Ganz typisch, ganz klassisch. Jetzt habe ich es wieder entdeckt als Vorbereitung gerade für die Folge. Und es ist ein tolles, da muss man eigentlich auf der Platte haben, weil das ist einfach ein schönes Ausdruckstool. Ja. Und mir hilft's immer, wenn ich jetzt gleich viele verschiedene Sachen suche, wo ich es anwenden kann. Dass ich eben, dass es schnell kommt, ja. Dass ich nicht nur eine Sache habe und dann vergesse ich es auch wieder. Wenn ich es genau auf dem Ding habe, ja, wenn ich das nur bei Never Gonna Be Alone spiele, dann vergesse ich es auch wieder, weil die Nummer spiele ich halt dann auch nicht mehr. Ja. Sondern ich suche was, was aktuell irgendwie funktioniert oder eben klar über den Blues, logisch. Ja. Ganz am Anfang haben wir es eigentlich über den Moll-Blues gespielt. Genau. Mhm. Also A-Moll 7, D-Moll 7. Ja. Ja. Sollen wir mal kurz das machen? Das wäre ja praktisch die ja zweite Anwendungsmöglichkeit jetzt. Ja. Ich spiele einfach mal so ja, einen Moll-Blues, in, ja, so wie Thrill is Gone, aber jetzt in A-Moll einfach mal. Machen wir mal 12 Achtel. 1, 2, 3. Super. Ja? Schau da hinten drauf, hat das super gepasst. Ja, ja. Ja. Und es gäbe noch eine dritte Anwendungsmöglichkeit. Ja. Wir können nämlich eigentlich auch, wenn wir ein Stück in Dur haben, können wir auch ja so okay, mal ein bisschen so dreckig, ja, bisschen Blues Pentatonik reinbauen. Okay. Aber man muss natürlich vorsichtig sein, man muss es wieder richtig auflösen, sonst klingt es richtig falsch. Oh, schauen wir mal. Aber das finde ich auch spannend. Wir spielen mal eine kleine Akkordfolge in A-Dur mal. Okay. So erste, dritte, zweite, fünfte Stufe, irgendwie sowas. Okay. A-Moll, Cis-Moll, B-Moll, E-7. Testen. Das ist witzig, mir macht das voll Spaß. Okay. Ja. Ich versuche dann alle möglichen Sachen zu finden. Okay. Und Enrico muss das ausbauen. Egal. Okay, also. Ja. 3, 4. Finde ich super. Das ist so ein genialer Effekt, oder? Wenn man da mal ganz kurz so ein bisschen
Ja. Die Blues Harke. Reinhard, das macht mir voll Spaß. Ja, Mensch. Ha. Das wären ja schon 3 Einsatzmöglichkeiten und jetzt vielleicht findet ihr ja noch viel mehr. Ja. Oder? Ja, genau. Ihr könnt ja einfach mal ausprobieren, auch in anderen Tonarten natürlich. Ja. Es funktioniert nicht nur in A-Moll und A-Dur. Das wäre das Erste. Einfach mal zack. Genau. Mal einen Halbton höher, einen Ganzton höher. Ja. In C-Moll vielleicht mal in E-Moll, in den gängigen Tonarten. Versuche jetzt zum Beispiel einen Backing-Track zu finden oder ein Stück, das ich schon gespielt habe, in einer anderen Tonart und damit es einfach dann auch kommt, ja, weil wenn ich es, wie gesagt, wenn ich es nur in einer einzigen. Ja. Es darf auch ein bisschen rotzig sein. Also es man darf sich ein bisschen trauen, auch richtig so mit dem, mit so einem. Ja, darf sich schon trauen. Ja, und ich, das ist auch cool, weil verschiedene Stilistiken jetzt mal so ein bisschen sich überlegen, okay, in welcher Stilistik könnte das sein? Es könnte richtig auf die 12 gehen. Ja. Es könnte vielleicht auch ein bisschen. Könnte auch ein bisschen soft, irgendwie jazziger sein oder so. Ja. Das ist auch eine gute Sache. Mal zu überlegen, kann das in einer anderen Stilistik eigentlich wohnen? Ja? Oder wie würde ich es gern spielen? Wie höre ich das? Ja. Das hilft alles, das mehr Intus zu haben. Ja. Traut euch und wenn ihr etwas Schönes gespielt habt, könnt ihr das auch ja posten. Auf unserer Facebook-Gruppe kann man ja dann vielleicht auch mal hören, was ihr da so gemacht habt. Das wäre super interessant. Ja. Genau. So. Hab ganz viel Spaß damit. So ist es. Abonnieren nicht vergessen. Auf die Glocke drücken, dann seid ihr immer up to date, wenn es was Neues gibt hier auf dem Kanal. Und Newsletter abonnieren, dann erfahrt ihr dann auch ganz bald, was so im Herbst passiert mit der Super Game Online Academy. Genau. Und wenn ihr noch weiterschauen wollt, hier geht's gleich zu den nächsten Videos. Bis dann. Ciao.